Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in der NFL Epics Reihe rund um Adrian Peterson. Wir gehen in seiner Karriere zurück zum 6. Oktober im vergangenen Jahr, also im Jahr 2019. Wir haben eine 3-Sterne-Herausforderung. Wir sollen das Spiel gewinnen und wir sollen 3 Rushing-Touchdowns erzielen. Wir kriegen einen Bonus, wow, wenn wir für mindestens 250 Yards laufen. Okay, wir sind in den Farben des Washingtoner Football Teams auf dem Feld. Da sind wir Flores, den Head Coach der Miami Dolphins. Und wir treten an in Miami im Hard Rock Stadium gegen die Dolphins. 4 Minuten pro Quarter. Peterson als Returner. Nein, das werden wir nicht tun. Wir laufen ins Aus an der 6-Yard-Linie, denn wir brauchen Yards. Ich habe mir bewusst wechselt, ich kann mir Dak Prescott nicht in den Teamfarben von Washington angucken. Also da erhole ich mich nie wieder von. 1. und 10 an der eigenen 6-Yard-Linie, also jetzt für Washington. Mein 32. liebstes NFL-Team. So, ich würde mir gerne Laufspielzüge herausnehmen, in dem Elliott unser Running Back ist. Und das ist er hier bei dem Halfback. Also einfach, weil Elliott, glaube ich, der schnellere, der quirlige Running Back ist. Und das beweist schon mal 14 Rushing Yards. Wir gehen in eine No-Huddle-Offense. Stellen uns gleich wieder auf. Das ist ein Counterplay. Ah, da hat der eine Block nicht gut gesessen. Wir sind an der 28-Yard-Linie. Wir nehmen den Toss, laufen über die rechte Seite, 2. und 2. Da hat irgendein Block mal überhaupt gar nicht gepasst. Ich glaube, jetzt nehmen wir mal den Fuß vom Gas, bevor Elliott hier uns gleich zusammenbricht. So, wir laufen durch die Mitte, Inside Zone. Split Peterson ist unser Running Back. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir haben einen 4. Versuch und 2 an der eigenen 28-Yard-Linie. Und aufgrund der Konstellation müssen wir das ausspielen. Peterson, unser Running Back. Einfach nur trucken, einfach nur durch die Mitte. Und das hat er geschafft. First Down an der 37-Yard-Linie. Aber da sieht man mal, das ist so schwer, hier auf die entsprechenden Yards zu kommen. Wir laufen mit dem Inside Zone. Ja, da findet er die Lücke nicht. Och, Mann, Peterson. Ich glaube, Elliott haben wir eben schon komplett verausgabt. Der kommt gar nicht mehr wieder. 2. und 12. Wir brauchen natürlich hier früher oder später ein oder zwei Big Plays, um viele Yards zu machen. Und das sieht doch schon mal gut aus. Wenn Amari Cooper jetzt noch geblockt hätte, da hätten wir unser Big Play gehabt. Aber das war gut. 50 Yards. Perfekt. So, und da ist auch Elliott wieder auf dem Feld. Und jetzt mit einem Lauf über die rechte Seite hoffen wir mal, dass diesmal die Blocks da besser gesetzt werden. Da kommen schon die Linebacker. Leute! Mann. Da ist Miami gut. Da sind sie wirklich gut drin. Ne? Wir laufen durch die Mitte. Wir nähern uns dem Ende des ersten Quarters bereits. Und haben einen 3. und 6. Den werden wir aber, glaube ich, nicht mehr sehen. Nein, das Quarter ist vorbei. Washington quält sich hier über das Feld. So, 3. und 6. Peterson mit einem Run über die rechte Seite. Wir brauchen einen First Down. Peterson kommt an die 35-Yard-Linie. Das ist ein 4. Versuch und 1. So, und jetzt schicken wir unseren Fullback Ham ins Gefecht. Lauf durch die Mitte.
First down Washington. Ball an der 30-Yard-Linie. So, ein Strong Toss. Wir wechseln die Seite. Laufen über links. Elliott unterwegs. Sehr schöner Block, den er da bekommen hat. Und jetzt sind wir an der 7-Yard-Linie. Wir müssen 125 Yard eigentlich in der ersten Hälfte erzielen. Da werden wir hinten und vorne nicht mehr drauf kommen. Und jetzt hoffentlich gleich den ersten Rushing TD verbuchen. Peterson, ja, das ist er. Nutzt da dieses große Loch zwischen Center und rechtem Guard. 6:0 für Washington. So, der PET sieht auch gut aus. Jetzt haben wir eine 7:0 von Washington gegen Miami. Und da wir hier möglichst schnell in Ballbesitz kommen müssen, sehen wir einen Onside-Kick. Schöner, harter Hit, aber der Ball wird festgehalten. Wir haben einen ersten Versuch und 10 an der 44-Yard-Linie für die Miami Dolphins. Noch nicht mit Tua, aber mit Fitzpatrick. Erster und 10 Cowboys mit einem Zonenblitz. Vollständiger Pass, Receiver geht ins Aus. Kein Raumgewinn. So, wir bleiben beim Blitz, zeigen den mit Blitz. Versuchen Fitzpatrick unter Druck zu setzen. Ja, und der wirft mal eben in ein neues First Down. Der Ball an der 30-Yard-Linie. Und das dürfte das letzte Play vor dem Two-Minute-Warning gewesen sein. Genauso ist es. Es laufen die letzten 2 Minuten der Partie hier im Hard Rock Stadium in Miami. So, ein Corner-Blitz. Erster und 10 an der 30-Yard-Linie. Oh, Fitzpatrick muss den Ball wegwerfen. Der Corner kam von außen, hat den Druck gemacht. Das war gut. So, wir gehen in eine Cover 2. Zeigen auch hier den Blitz. Oh, schöner, harter Hit, aber da wurden Yards gemacht. Das ist ein dritter Versuch und 1 an der 21-Yard-Linie der Cowboys. Dallas zeigt den Blitz an der Smoke. Und Fitzpatrick wirft zum Touchdown. Der coole, bärtige alte Mann mit dem Score auf Laird. Laird? Laird. Der PET. So, wir haben ein Unentschieden. 7:7, aber das Gute ist, wir haben noch 1 Minute und 27 zu spielen. Und jetzt gleich mit unserer Offense noch einmal auf das Feld. Das heißt, wir können vielleicht diese 125 Yards ja noch gut machen. Schauen wir mal, was hier passiert. Wir gehen an der 10 ins Aus. Also 90 Yards bis in die Endzone. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Peterson über die rechte Seite, erster und 10. Ja, 3 Auszeiten haben wir noch. Da wühlt er sich an die 17-Yard-Linie. No-Huddle-Offense. Wieder der Blitz über die linke Seite. Und das ist ein First Down. Wir sind an der 30. Kriegen den Ball also aktuell doch recht gut bewegt. Wieder der Inside-Zone-Split. Und diesmal hat der Linebacker aufgepasst. Timeout Washington. So, wir schauen mal, was wir hier noch haben. Nehmen wir einen Double Slant, gehen von dort in einen Inside Zone, laufen jetzt über die linke Seite. Beziehungsweise über die Mitte, weil links war alles zu. Neues First Down an der eigenen 43-Yard-Linie. Washington macht Yards. Da will ich mich echt gar nicht beschweren. So, jetzt gehen wir auf ein.
den Words Wire Shake, schicken unsere Receiver tief. Jarwin incomplete pass. Und den gleichen Spaß ein weiteres Mal. Und das ist Dak Prescott und das sind auch Rushing Yards. Und gar nicht mal wenige an die 28-Yard-Linie. Damit sind wir bei 155. Wir brauchen nur noch 95 Passing Yards. So, jetzt sind die Receiver alle in der Press-Coverage. Wir schauen mal, was Lamp und vor allen Dingen Cooper auf der Außen machen. Cooper in der Endzone abgewehrt. So, wir haben einen zweiten Versuch und 10. Probieren noch einmal an die Endzone zu kommen. Achten auf Amari Cooper in der Mitte. Oh, der war weit überworfen. Da war der Druck auf Prescott aber auch sehr groß. Jetzt haben wir einen dritten und 10. Johnson und Lamb von links. Cooper von der rechten Seite. Washington braucht ein First Down. Washington hat ein First. Jetzt haben wir nämlich hoffentlich noch die Möglichkeit, den zweiten Rushing TD zu erzielen. Peterson ist auf dem Feld, das wäre so wichtig. Wir haben noch ein Timeout. Oh, what a play! Elliott ist auf dem Feld. Wir probieren es über einen Toss über die rechte Seite. Second and goal. Da kommen schon die Verteidiger der Dolphins. Oh, da ist keine Lücke. Leute, Hilfe. Boah, was war das? Riesenraumverlust auch noch oben drauf. Perfekt gespielt von Miami. Boah, da haben sie uns ein Ei ins Nest gelegt. Aber ein ganz gewaltiges. Boah, Mann, oh Mann, oh Mann. Das macht die zweite Halbzeit richtig schwer für uns. Wir müssen mit einem Onside-Kick eröffnen, auch wenn die Gefahr besteht, dass wir hier jetzt gleich in Rückstand geraten. Erster und 10 an der 42-Yard-Linie. Oh, war das. Das war so gut vor der Halbzeit und dann so ein Bock. Wunderbar, Sack. Leroy Glover kommt durch, bringt Fitz. Jared. Der ist immer noch bei uns auf der Bank. 2016 an der 48-Yard-Linie. Cowboys wieder mit einem Mitblitz. Oh, Jones mit keinem guten Spiel. Dritter und 2. So, wir gehen in eine Man-to-Man-Coverage. Fitzpatrick on the run. Und er ist incomplete. Gut, dass die Marcus Lawrence da Druck gemacht hat. Der Ball ist an der 34-Yard-Linie. Wir schicken unsere Safe-Formation auf das Feld. Nicht, dass hier eventuell gefaked wird, aber das ist nicht der Fall. Der Ball geht in der Endzone ins Seitenhaus und damit ist es ein Touchback. Erster Versuch und 10 für Washington an der eigenen 20-Yard-Linie. Peterson mit einem ersten Run bringt den Ball an die 28-Yard-Linie. No-Huddle-Offense. Heißt, wir stellen uns direkt wieder auf der nächste Run. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Als ob die Linebacker genau wüssten, was wir vorhaben. Diesmal aber nicht. Schöner Run. Wir sind an der 45-Yard-Linie. Neuer 1. und 10. Absolut nur noch No-Huddle-Offense hier. Und jetzt müssen wir aufhören. So, sonst noch. Jetzt haben wir Zeke Elliott als Running Back auf dem Feld.
laufen über die rechte Seite. Oh, immer noch auf den Beinen. Sieg. Der ist immer noch da und bricht durch. Das gibt's ja gar nicht. What a play. Und wir haben den zweiten Rushing TD. 209 Yards, 2 TDs. So, wir brauchen also noch 41 Yards am Boden und einen weiteren Touchdown. Wow, da haben wir den Bock vor der Halbzeit, Gott sei Dank, wieder ausradieren können. Gehen jetzt sogar in Führung mit 14-7. Auch weil unsere Defense gehalten hat und weil Elliott hier irgendwo diesen Fehler nicht im Raum stehen lassen wollte. So. Wir bleiben beim Onside Kick. Es kann ja immer noch irgendetwas schief gehen. Und ein Rushing TD, den erzielst du auch nicht so mal eben aus dem Handgelenk. Die Dolphins kommen an der 43-Yard-Linie mit ihrer Offense auf das Feld. Und die Cowboys blitzen mit ihren Outside-Linebackern. Empty Backfield. Es wird auf jeden Fall ein Pass werden. Oh, wow, 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 wow. Das sah nach einem RPO aus und der ging in die Hose. Zweiter Versuch und 15. Der tut sogar richtig weh. So, wir blitzen mit dem Anders. Man in Motion. Fitzpatrick vollständig über die Mitte. Ball an der 44-Yard-Linie von Washington. Aber jetzt haben wir einen dritten Versuch und 10. So, und wir verteidigen in einer Man-to-Man-Defense. Nähern uns dem Ende des dritten Quarters. Fitzpatrick wirft vollständig. Oh, und wieder voll los. Vierter und 15. So, und wieder schicken wir unsere Safe-Formation aufs Feld. Aber wir sehen den Punt erst im Schlussquarter. Und da bin ich gespannt, ob Washington wirklich punten wird oder ob sie den ausspielen. Nein, sie punten. Und wir versuchen mit McKinney, unserem Safety, zu blocken. Der wird gleich zweimal geblockt. Der Ball geht in die Endzone. Wieder ein Touchback. Erster Versuch und 10 an der eigenen 20-Yard-Linie. Wir führen mit 14-7, was ein bisschen blöd ist, denn jetzt wissen natürlich die Dolphins, dass wir laufen werden, was wir ja eh vorgehabt hätten. Wir brauchen aber noch irgendwoher 41 Yards. Ja, das ist so eine Sache, das kannst du mit Peterson vergessen. Da ist er zu langsam für, da fehlt ihm die Beschleunigung. Ah, Mann, Mann, Mann. Halfback Base. 2012 ist nicht gut. Peterson mit einem Run über die rechte Seite. Sehr schön. Da hat der Move doch mal gesessen. Wir sind an der 24-Yard-Linie. Aber es ist ein dritter Versuch und 6, den wir jetzt haben. Wir gehen in die Verticals, achten auf Jarwin. Also es wird ein Pass werden. Auf den Tight End. Und der ist unvollständig. Gute Coverage. Ward Prescott ist 1 von 5. Vierter und 6, den spielen wir aus. Jarwin attackiert die Mitte. Cooper kommt von links. Unsere Absicherung. Der bekommt den Ball und der schafft das First Down nicht. Turnover on Downs. Ballbesitz Miami Dolphins an der 29-Yard-Linie. Das meinte ich damit, es kann immer noch wieder etwas schief gehen. So, und was schief gehen kann, ist schief gegangen. Fitzpatrick auf der Flucht. Wir haben einen zweiten Versuch und 10. Oh, gefährlich. First down in der Red Zone von Miami. An der 16, ja, einen ersten Versuch und 10. Cowboys in eine Cover 4. Wir versuchen jetzt Fitzpatrick die Anspielstation zu nehmen. Der bleibt cool. Ball an der 11, 2-Minute-Warning.
Und jetzt wird die ganze Geschichte langsam richtig knapp. Wir blitzen. Wenn die Dolphins hier einen Touchdown erzielen, mein Gott, dann steht's unentschieden. Selbst wenn wir in die Overtime gehen, wäre mir das noch recht. Dann können wir hoffentlich Rushing Yards erzielen. Es ist ein dritter Versuch und 5. Cowboys gehen in einen Zonenblitz. Das Einzige, was wir nicht kassieren dürfen, wäre hier nochmal wieder ein neues First Down. Das ist nicht zu glauben. Also, du hast doch Fitzpatrick eigentlich schon gesackt. Und dann wirft er genau zu diesem First Down. So, diesmal machen wir den Sack zu. Die Marcus Lawrence mit dem Sack. Schöner, harter Hit. Dritter Versuch und noch ein Sack. Die nehmen keine Auszeiten. Und jetzt wissen wir auch warum. Perfektes Play. Touchdown Miami Dolphins. Jetzt haben sie die Chance hier, das Spiel auszugleichen. Also wir werden in die Overtime gehen. Wenn jetzt hier gleich nicht der Mega-Run kommt... 14 zu 14. Wir brauchen noch einen Rushing Touchdown. Wir brauchen noch, ich glaube, so um die 40 Yards. Wir haben noch Timeouts. Aber das wird... Ah, das wird auf die Overtime hinauslaufen. Per Audible gehen wir in einen Run. Peterson versucht durch die Mitte. Wie viele Yards haben wir denn? Ah ja, zwei. Wir brauchen noch 34. So, wir schicken unsere Receiver tief. Und Prescott läuft. Ganz aus an der 47 Yards. Uns fehlen noch 13 Yards. Oh, Mann, 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 Mann. Kommt mir nicht mit irgendeinem... Wurf. Wir laufen mit Peterson. Und hoffen wir mal, dass wir gleich Glück beim Coin Toss haben. 12 Yards fehlen uns noch und ein Rushing Touchdown. Und jetzt geht's in die Overtime. So, wichtig ist, wer gewinnt den Coin Toss. Perfekt. So, das heißt, wir haben unser Schicksal hier komplett in den eigenen Händen. Wenn wir einen Touchdown erzielen, und es soll ja ein Rushing Touchdown sein, haben wir das Spiel gewonnen. Ohne dass Miami irgendetwas mit der eigenen Offense dagegen tun könnte. Das ist erstmal der Fakt. Wenn wir das nicht schaffen sollten, dann erklären wir den Rest. Peterson mit dem Return. Also wie gesagt, noch so gute 13 Yards brauchen wir am Boden. Danach können wir umstellen auf Passangriff. Gut, was jetzt auch nicht mich so froh stimmt, wenn wir uns die... paar Statistiken von Prescott heute hier anschauen. Erster und 10 an der 27-Yard-Linie. So, noch 8 Yards. Zweiter und 6. Blitz kommt von der linken Seite. Wir laufen durch die Mitte. Kommen an die 36-Yard-Linie. Uns fehlen noch 4 Yards. Dritter und 2, erstmal ein First Down. Wenn wir hier gestoppt werden würden. Peterson holt das First Down. So, wir haben die 250 Rushing Yards damit erzielt. Haken hinter. Wir brauchen jetzt einen
Rushing TD. Wir achten auf Peterson. Ein Screen Pass. Ganz schlechte Idee. Oh Gott, ich sehne mich so nach Sieg Elliott. So, Screen über Elliott. Über die rechte Seite. Ball geht raus zu Elliott. Schöner Move. Wir sind an der 47-Yard-Linie. Neuer 1. und 10 für Washington. So, wir gehen auf einen Double Slant. Johnson und Lamb von der linken, Cooper von der rechten Seite. Ich habe auf der rechten Seite ein Tackle-Problem, aber ein ganz gewaltiges. Das muss ich mir unbedingt anschauen. Da geht irgendwas in eine ganz falsche Richtung. Blitz der Dolphins von der linken Seite. Von der rechten Seite. Wir gehen auf einen Double Slant. Achten auf Johnson. Achten besonders auf Amari Cooper. So, damit ist Washington in Field Goal Range, aber das ist uns egal. Wir wollen hier den Touchdown. Blitz der Dolphins von der rechten Seite. Da wollte ich eigentlich auch hinlaufen, deswegen laufen wir auf links, ändern unseren ursprünglichen Plan. Elliott bringt den Ball an die 14-Yard-Linie. 2. Versuch und 4. Peterson mit einem Run durch die Mitte. Oh, jetzt sind wir an der 6-Yard-Linie. Wir brauchen den Rushing TD. Der würde das Spiel natürlich auch sofort beenden. Aber natürlich weiß auch Miami, dass wir jetzt auf Teufel komm raus laufen werden. Das ist Sieg Elliott und das ist der Touchdown für Washington. Der 3. Rushing TD. Damit müssten wir die Bonus-Goals erfüllt haben. Wir haben das Spiel in der Overtime erst gewonnen, aber gewonnen ist gewonnen. Und da ist der 4. Stern. Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.